Wir befinden uns hier im Logistikzentrum Michelsromba, das im Logistikpark Hessisches Kegelspiel in Hünfeld errichtet wurde, direkt an der Autobahn A7. Wir haben eine Grundstücksfläche von 70.000 Quadratmetern. Darauf haben wir eine Halle gebaut im Umfang von 33.000 Quadratmetern und haben eine Mezzaninfläche von knapp 3.500 Quadratmetern und Bürofläche von 1.500 Quadratmetern. Wir sind hier aktuell mit zwei Kunden in der Immobilie, für die wir Waren einlagern und kommissionieren, sowie auch Value-Added Services, also Mehrwertdienstleistungen, Zusatzdienstleistungen durchführen. Für mich war das Projekt sehr spannend, weil wir einen sehr knappen Zeitraum hatten. Also wir haben letztes Jahr im Mai die finale Ausschreibung für die Entwickler gefertigt und haben dann im November schon mit der Baustelleneinrichtung den ersten Erdbewegungen begonnen und haben jetzt dieses Jahr im Juni die Anlage bereits übergeben bekommen. Also das heißt, von November bis Juni war der ganze Bau und das war für mich schon beeindruckend zu sehen, wie schnell da was auf die Beine gestellt werden kann und wie schnell 33.000 Quadratmeter gebaut werden. Wir befinden uns jetzt mit unserem Grundstück in direkter Nähe zu Nightstar Express, unserem Nachtexpress. Und diese Nähe ergibt für uns viele Möglichkeiten. Also wir können hier Pakete bis 20 Uhr bei Nightstar ins Hub direkt, also ins nationale Deutschland-Hub einspeisen, die bis 8 Uhr am Folgetag bereits beim Empfänger zugestellt werden. Also das bedeutet, die Cut-off-Zeit von 20 Uhr bringt für uns natürlich einen enormen Vorteil, weil wir noch kürzere Vorlaufzeiten haben, als man das jetzt zum Beispiel sonst noch kennt. Wir konnten einen Neukunden gewinnen, der diese späten Cut-off-Zeiten von Nightstar Express nutzen wird, also der den deutschen Markt innerhalb so kurzer Lieferzeiten bedienen muss, dass diese Nähe des Logistikzentrums zum NSE-Hub einen enormen Vorteil für ihn gebracht hat. Das Logistikzentrum, was wir hier errichtet haben, sendet an unsere Kunden eigentlich eine Botschaft in der Form, dass wir uns den Anforderungen und auch den veränderten Anforderungen des Kunden immer versuchen anzupassen, an die mitzugehen und unserem Kunden bestmögliche Lösungen dafür zu bieten. Wenn wir also Bestandskunden haben, mit denen wir bereits zusammenarbeiten und wir in der Zeit merken, dass es eine derartige Mengenentwicklung gibt, dass einfach die jetzige Lagerkapazität nicht mehr ausreicht, dann bauen wir für unseren Kunden auch ein Logistikzentrum, wenn die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Also ich habe ja bereits eine Ausbildung bei Zufall gemacht, danach ein duales Studium begonnen, was ich letztes Jahr beendet habe mit meinem Bachelorabschluss und bin danach im Business Development Contract Logistik eingestiegen. Und der Neubau hier in Michelsrombach war so eins, eigentlich mein erstes großes Projekt, was ich mitbetreuen durfte. Und das ist natürlich enorm. Also man kriegt einfach direkt, oder ich habe direkt nach dem Studium Verantwortung mitbekommen und durfte das Projekt mit betreuen, auch Entscheidungen mittragen und das ist einfach der Hammer. Und wenn man dann noch sieht, dass es so gut geklappt hat und dass das in dieser kurzen Zeit auch so gut funktioniert hat, dann ist das schön.